Und hier sind wir jetzt mal zu einem Pokémon-Opening. Mit Majestät der Drachen, die Pin Collection von Latios. So. Die Schachteln sind mal sehr stabil. Ich drehe es mal um, dass man da hier noch was lesen kann. Okay, das war's. So. Jetzt muss ich das Ganze hier einmal öffnen. Geschafft. So, ich nehme es mal ganz kurz hier zu mir. Öffne das hier. Hier ist mal die Latios. Nicht irritieren, dass da Yu-Gi-Oh! Draufsteht. Ich bin halt mehr Yu-Gi-Oh! Fan. Aber Pokémon ist natürlich auch was sehr, sehr Schönes. Ein Latios. Energieanziehung 20. Basisenergiekarte suchen und dieses Pokémon legen. Scheinwerfer 140. Wirf eine Münze. Bezahl, lege alle Energien weg. Ja, ich glaube, man spiele nicht, aber egal. So, dann haben wir hier noch eine schöne Anstecknadel von einem Latios. Wenn es irgendwie schärfer hinzumachen würde. Okay, dann nicht. Dann haben wir hier drei Booster Tags für Majestät der Drachen. Ich weiß nicht, warum zweimal Kyrim. Kyrim? Nein. Ich weiß nicht mehr den Namen. Egal. Die Booster sind wirklich sehr streng. Oh, hier. Hier ist es. Warte, wie geht es nochmal? So, wenn wir da. So. Dann haben wir hier eine Energie. Eine Fiona mit Murmel des Meeres. Und Tyragok. Und Milotic. Und Seeper, Knackleon, Wablu, Moi, mit Gesang, ein Molunk, Flammiau, ein Flemli, in Reverse und ein Dragoran GX, gleich am Anfang, woo! Drachenklaue 70. Gigastoß 200, dafür kann er die nächste Runde nicht angreifen. Drachenträger GX, lege 3 Drachenpokémon seinen Ablagestapel auf deine Bank. Ja, ich weiß nicht, unmöglich. Aber Drachenklaue für eine Energie 70 Schaden, das ist auch nicht schlecht. Und 250 KP, nicht schlecht. Legen wir ihn hier mal da oben. So, dann. Boah. Die Booster sind wirklich so fest. Verschweißt. Sieht immer so. So, das legen wir mal weg. Dann wie geht das? 1 zu 3. Ich glaube, vorher habe ich auch nur 3 gehabt. So, ein Dragonier. Eine Drachenrute mal 60. Kaskade mit 80. Jungglut mit innere Kraft. Okay, ist nicht so schlimm. Dann Draschel, Energiewächter. 20 Punkte weniger, dann Barschwar mit Untertauchen. Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Lusadin mit Zusammenkommen. Oh, mit Lusadin Jackson so. Dann Carpador. Kangama. Apportieren Sie eine Karte. Kopfnuss 30. Doppelschubser 60 plus. Flammiau. Noch ein Dragonier in Reverse. Und ein Glurak. Oh, da ist noch die Energie. Ein Glurak. Sehr schön. Mit resolute Flamme. Das ist überhaupt nicht schlecht. 30 mehr mal der Anzahl Pokémon GX und Pokémon X, die der Gegner im Spiel hat. Und so, Feuerstoß 130, legt eine Energie von diesem Pokémon auf den Ablagestapel. Gut, das kennt man von Glurak. Aber das ist ja gar nicht so schlecht hier. So, und das letzte Booster, wenn ich es aufbekomme. Okay, wir sehen schon eine Karte hier gleich mal. So, dann 1, 2, 3, dann machen wir 4. Weil die Energie auch noch da ist. Ein Libeldra mit Drachenschutz.
Wenn reale Effekte von Attacken deines Gegners außer Schaden, die können Drachenbogen hinzugefügt werden. Das ist cool. Amphira. Feuerring und Flammenwurf. Drachenkralle. Wenn das Drachen-Pokémon und dass diese Karte angelegt ist, ein aktives Pokémon ist durch eine Attacke deines Gegners Schaden erhält, lege 3 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Das ist cool. Medeiros. Dratini. Schaut jetzt nicht so vom Artwork her ein bisschen böse rein. Kangama. Wablu. Oh. Flemli. Corazon. Mit Blasenschuss. Und ein Altaria mit Angriffsarie-Fähigkeit. Die Attacken deiner Drachen-Pokémon fügen dem aktiven Pokémon allerdings 20 Schadenspunkte mehr zu. Das ist auch nicht schlecht. Und durchbohren. Aber dafür 20. Gut, hier haben wir ein Dragoran GX herausbekommen. Ein sehr fröhliches Dragoran GX. Gut, dann beim nächsten Video wird natürlich Latias kommen und bis zum nächsten Mal.